So, hallo, ich wollte mal eine kleine Info machen für diese Wurlitzer Gitarre. Also das ist eine vollmassive Gitarre und hat eine sehr schöne Lackierung, sehr schönes Ahorn, Holz, vollmassiv. Ich musste ein paar Veränderungen machen bei der Gitarre und zwar weil der Relock Pickup, also hier ist ein Pickup integriert in dem Hals drinnen. Der wurde damals so aufgebaut, dass der Ausgang der Gitarre, der Output also, mit zwei Bananenstecker hier rausgekommen ist, was heutzutage also sehr umständlich ist. Und so habe ich das umgeleitet und ich habe das ganz normal als Ausgang hier an der Zarge gemacht, unter der Zarge. Also was es noch nicht hatte, das ist auch ein Volumenregler, so dass ich die Lautstärke regeln kann. So, die ist sehr akustisch ausgelegt und ich muss sagen, auch der Relock Pickup, es gibt da viele Fans von diesem Pickup. Ich finde, dass dieser Pickup die Gitarre ein bisschen einen nasalen Klang bringt. Und diese ganzen Gitarren, egal ob Seifert war oder er, die haben was leicht Nasales, was wahrscheinlich auch gewollt war. Ich mache mal ein bisschen so eine Soundvorführung. Ja, was noch sehr ungewohnt für mich ist, der Hals ist zwar dick, das habe ich auch bei anderen Gitarren schon erlebt, das stört mich nicht so sehr. Was ein bisschen für die heutige Spielweise schwer ist, ist, dass die Breite des Halses 41 mm ist. Es ist sehr schmal. Früher hat man andere Techniken gehabt, man hat sehr viel mit dem Daumen gespielt auch. Ich kann es so nicht. Es erschwert mich ein bisschen das Spiel, aber es gibt Leute, die können das wunderbar da drauf. Spielt sich auch ganz gut oben. Es gibt auch eine andere Sitte damals, die viele deutsche Gitarren gehabt haben, auch alte Höfners zum Beispiel. Ich bin schon sehr gewohnt, dass man hier an der Seite Orientierungspunkte hat. Die hat man einfach weggelassen. Es erschwert mich zumindest ein bisschen. Aber sonst, die Gitarre ist wunderbar, ist sehr schön eingefasst, wunderschönes Holz. Der Klang ist ein bisschen nasaler als heute, wenn man es gewohnt ist. Die Mechaniken haben eine sehr hohe Qualität. Die sind klasse. Ja, was kann man noch sagen? Das Nasale kommt vielleicht auch durch diesen Saitenhalter. Dieser Saitenhalter, der hat eine Eigenresonanz. Ja, zum Beispiel bei der Zigeuner- oder Django Reinhardt-Musik ist das gewollt. Das bringt so einen blechenden Sound ein bisschen. Ja. So viel zu dieser wunderschönen Gitarre, die ein Zeichen einer Epoche ist. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit.